Prinzessin Mette Marit plus Prinz Haakon, neuer zeigt sie selten privat. 2023 ist ein aufregendes Jahr für Prinzessin Mette Marit und Prinz Haakon, beide 49, sowohl die Kronprinzessin als auch der Kronprinz feiern in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag, ein besonderes Ereignis, das mit mehreren Reisen, einem großen Fest sowie einer TV-Dokumentation zelebriert wird. Wie die Élysée Occur berichtet, hatte das Königshaus die Idee für das neue Fernsehprojekt. Angeblich hat der Hof bereits im Winter 2022 bei mehreren Produktionsgesellschaften angefragt, ob sie sich ein Projekt mit den Royals in den Hauptrollen vorstellen könnten. Entschieden haben sich Mette Marit und Haakon schließlich für The Oslo Company. Die Produktionsfirma darf das Ehepaar einige Monate lang begleiten. Das Ergebnis wird im Herbst auf dem Sender TV2 ausgestrahlt. Ziel der Doku ist es, das Kronprinzenpaar noch besser kennenzulernen. Neben Drehs von offiziellen Terminen soll es auch persönliche Interviews geben. Eine Produktionsfirma begleitet das Kronprinzenpaar auf den Reisen in Norwegen. Die Teil der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum sind, erklärt Hofinformationschefin Guri Warpe gegenüber See Occur. Diese Reisen zu dokumentieren ist eine sehr spannende Aufgabe, und wir glauben, dass die Zuschauer das Kronprinzenpaar und seine Interessen noch besser kennenlernen werden, sagt die Produzentin Ida Elisiv Knudsen von The Oslo Company. Nur wenige Menschen kennen Norwegen besser als die königliche Familie. Und nur wenige sind so geübt darin, Menschen zu treffen, Gespräche zu beginnen, das Eis zu brechen und Vertrautheit mit den Menschen zu schaffen, die sie treffen. Wie die Royals, betont Knudsen in einer offiziellen Erklärung weiter. Doch nicht nur Prinzessin Mette Marit und Prinz Haakon kommen in der Sendung zu Wort. Auch BewohnerInnen sprechen über ihre Treffen mit dem royalen Ehepaar. In dieser Serie werden die Zuschauer einen seltenen Blick auf das Kronprinzenpaar bekommen und die Dinge aus der Perspektive des Kronprinzenpaares sehen. Ohne ein offizielles und formelles Format. Das ist etwas, worauf man sich freuen kann, sagt TV2-Redakteurin Katrine Haldorsen im Gespräch mit VG. Weiter betont sie: So wird das Ehepaar auch im Auto auf dem Weg zu den Veranstaltungen oder bei einer kurzen Kaffeepause zu sehen sein. Prinzessin Mette Marit und Prinz Haakon öffnen sich ihrem Volk und gewähren pünktlich zu ihrem neuen Lebensjahr einen ganz besonderen Einblick in ihr royales Leben. Verwendete Quellen: TEDA DK, SEANO, VGNO.